Zuerst sieht es nur nach Party aus. Aber wie viel Kraft und Engagement es jeden Einzelnen gekostet hat, um hier zu stehen, das sieht man, wenn man genauer hinguckt. Die World Choir Games sind die weltgrößten Chorfestspiele. Hier begegnen sich Sänger aus verschiedensten Ländern und Kulturen in friedlichem Wettstreit. Viele der Chöre, die sich für diesen Wettbewerb anmelden, kommen immer wieder, wie dieser lettische Kinderchor aus Lielvārde. Denn nirgendwo sonst gibt es so viel Freude und Begeisterung für die Musik, für das Singen. Wenn man häufig zu Interkulturevents fährt, dann wird es für die Sänger auch zu einem Ziel, das nächste Mal einen Schritt weiter zu gehen, ein höheres Level zu erreichen. Das Gastgeberland präsentiert sich den Teilnehmern mit einer aufwendigen Eröffnungszeremonie. Dafür reichen mal gerade die größten Hallen. Tausende wollen dabei sein. Eines ist deutlich zu erkennen: Chorsingen ist für Jugendliche absolut in. Weltweit. Und wenn die Friedensglocke geläutet wird, dann sind die Olympischen Spiele der Chormusik eröffnet. Es ist ein großartiges Festival, so viele Chöre, die Atmosphäre ist fantastisch. Es geht nicht nur um Spaß, es geht auch um Leistung. In bis zu 29 Kategorien können die Chöre antreten. Das Spektrum reicht von Pop über Musica Sacra, moderne Musik bis hin zu Folklore. Eine Veranstaltung für Menschen jeden Alters. Die besten Juroren, die Chorwelt zu bieten hat, entscheiden, wer eine Medaille bekommt oder, das höchste aller Ziele, Champion einer Kategorie wird. Bei der Siegerehrung gibt's dann kein Halten mehr. Dies ist die Mitte, das Herz jeder Interkulturveranstaltung. Hier sind sie, die ganz großen Gefühle. Interkultur und die World Choir Games sind zu meinem Lebenswerk geworden. Ich möchte mit dem, was ich mache, die Menschen erreichen. Zusammen mit meinem Team wollen wir einen Beitrag leisten für ein friedvolles Miteinander aller Menschen, aller Nationen, Hautfarben und Religionen. Die World Choir Games sind eine einzige Erfolgsgeschichte, seit sie im Jahr 2000 im österreichischen Linz begannen. Fast auf jedem Kontinent sind sie gewesen. Rund 27.000 Sänger in 400 Chören sind jedes Mal dabei. In weiteren 26 Ländern gibt es kleinere Veranstaltungen von Interkultur. 2020 wird übrigens Flandern der neue Gastgeber. Dann feiern die World Choir Games ihr 20-jähriges Bestehen. Die Stadt wird bunter, ihr Puls schlägt schneller, wenn die Parade der Nationen durch die Stadt zieht. Spätestens in diesem Moment begreifen die Bewohner, dass gerade etwas Außergewöhnliches um sie herum passiert. Natürlich halten die Teilnehmer alles in Videos und Fotos fest, gleich ins Internet gestellt und der Rest der Welt ist mit dabei. Zu den vielen Teilnehmern kommen 300.000 Besucher, sodass die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gastgeberstadt bei 50 Millionen Dollar liegen können. Der ehemalige lettische Präsident hat früh erkannt, welche Chancen sich ihm da bieten. Natürlich ist so etwas das beste Marketing für unser Land. Hier zeigen wir unsere Stärken und ganz aktuell versuchen wir auch unsere Kontakte auszuweiten. 2017 hat Interkultur mit der EBU ein neues TV-Format entwickelt, Eurovision Choir. Mit bekannten Musikstars wie Elina Garanča und John Rutter in der Jury. 2019 wird es die zweite Ausgabe in Göteborg geben mit 11 Teilnehmerländern. In einigen von ihnen hatte es die Sendung beim ersten Mal auf die besten Sendeplätze geschafft. So eindrucksvoll kann Globalisierung klingen. Beim Great Celebration Concert im Measure Parks in Riga 2014 waren 15.000 Sänger und 30.000 Zuschauer dabei. Was für eine Geschichte! Der damalige amerikanische Präsident Barack Obama hat den Sängern anlässlich der Spiele in Cincinnati ein wirklich bemerkenswertes Grußwort zukommen lassen. Darin schreibt er: Musik erhält unser Leben
und wühlt unsere Seelen auf. Ereignisse wie die World Choir Games erinnern uns daran, wie groß die Macht der Musik ist. Sie enthüllt das uns allen gemeinsame Menschsein.